Und Zusammenhänge mit unserem nächsten Thema sind rein zufällig nach so viel Schimmel. Es geht um Desinfektionsmittel für die Hände, um sich vor Krankheitserregern zu schützen. Laut Verpackung sollen die ja so 99% plus minus aller Bakterien abtöten. Aber müssen wir uns im Alltag überhaupt die Hände desinfizieren? Reicht nicht regelmäßiges Händewaschen auch? Vielleicht ist ja sogar beides gar nicht nötig. Bei einer Familienfeier machen wir ein Experiment. Wir wollen wissen, wie schnell sich Keime verbreiten. Wir bestreichen nur die Kanne und das Kuchenbesteck mit einer speziellen Paste, die für die Gäste unsichtbar ist. Später wird man sehen, wer mit ihr in Berührung kam. Die Gäste wissen nicht, dass sie an einem Experiment teilnehmen. Dass sie dabei immer wieder mögliche Infektionsquellen berühren. Und die fluoreszierende Farbe stellvertretend für Krankheitserreger unbewusst im Gesicht verteilen. Nach einer Stunde lösen wir die Situation auf. Wie die Farbe sich verbreitet hat, wird unter Schwarzlicht sichtbar. Und das Ergebnis ist verblüffend. Die Farbe ist auf Händen, Gesichtern, Haaren und Besteck aller Gäste sichtbar. Genauso hätten sich echte Keime auf jedes Familienmitglied übertragen. Doch wie kann man sich davor schützen? Mit Seife? Desinfektionsmittel? Oder bringt das gar nichts? Unsere Tester sollen das herausfinden. Die Frage, wer hat am Ende die wenigsten Krankheitserreger an den Händen? Um den Unterschied deutlich zu machen, reinigt sich einer der Tester die Hände gar nicht. Der Tag beginnt für alle mit einem Einkauf im Supermarkt. Bei Gemüse denken viele höchstens, die Pestizide seien gefährlich, oder? Offenes Obst und Gemüse bietet natürlich ein Risiko, weil es von vielen Menschen angepasst wird, um die Reife zu prüfen oder um zu schauen, ob es gut aussieht. Und dabei werden Krankheitserreger auf das Obst übertragen. Und wenn ich es dann direkt esse, kann ich damit die Erreger direkt in mich aufnehmen. Tom desinfiziert seine Hände nach dem Bezahlen an der Kasse. Der direkte Kontakt mit dem Kassierer kann eine mögliche Infektionsquelle darstellen. Das Geld selber ist kein langfristiger Überträger von Krankheitserregern, weil die Krankheitserreger nicht lange an dem Geld haften. Weiter geht es mit der U-Bahn. Hier lauern Millionen Keime. Mit nur 4 Berührungen nehmen wir hier ähnlich viele Bakterien auf wie bei einem Griff in die Toilette. Ich glaube schon, dass da viele Keime drauf sind, aber ich glaube, wenn ich jetzt so schnell drauf tippe, dann wird schon nicht so viel passieren. Prinzipiell ist es so, dass man bei einem engen und intensiven Kontakt mit einer Fläche immer mehr Keime auf die Handflächen bekommt, als wenn man nur einen flüchtigen Kontakt mit einer Oberfläche hat, wie zum Beispiel beim Drücken eines Aufzugsknopfes. Manuela wäscht sich die Hände in der U-Bahn-Toilette. Ich bin richtig erleichtert, dass ich mir jetzt die Hände waschen kann nach dem Tag. Grundsätzlich gilt, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Hände waschen. Insbesondere nach 4 Standardsituationen sollten wir uns die Hände gründlich reinigen oder desinfizieren. Das eine ist nach Aufenthalt in öffentlichen Räumen. Das zweite ist nach jedem Toilettengang. Das dritte ist nach engem Kontakt mit anderen Menschen. Und das vierte ist vor jedem Essen. Am Abend geben alle 4 Tester Handabdrücke auf spezielle Nährböden ab. Die Platten kommen für 36 Stunden in einen Brutkasten mit körperähnlichen Bedingungen. Der Tag der Wahrheit. Die Bakterien haben sich jetzt um ein Millionenfaches vermehrt und sind dadurch mit bloßem Auge sichtbar. Wir haben Tom und Maria, die beide ihre Hände desinfiziert haben und sehr wenig Bakterien auf der Haut haben. Bei der Manuela haben wir sehr viel mehr Bakterien. Ich denke mal, dass 100-mal mehr Bakterien bei der Manuela gewachsen sind, aber keine krankmachenden. Wir haben den Sebastian, der hat viele Bakterien und vor allem viele krankmachende Bakterien, die als Krankheitserreger in Frage kommen. So banal es klingt, nur regelmäßiges Händewaschen schützt vor Ansteckung. Desinfektionsmittel sind gerade unterwegs, ein hilfreicher Begleiter.